wie ich meinen Schlaf verbessert habe, zum Beispiel mit dem Schlaftracker der WW-App. Und wie du besser schlafen kannst, erfährst du heute in diesem Video. Hallihallo und herzlich willkommen zu Vlog Nummer 3 zum Thema Schlaf. In den letzten Vlogs habe ich ja schon ein bisschen erklärt, dass ich ein paar Sachen verändert habe in diesem Jahr. Unter anderem meine Ernährung, auch meine sportliche Aktivität. Aber ein Punkt, von dem ich nicht erwartet hätte, dass er so einen großen Einfluss auf meine Gewichtsabnahme, mein Wohlbefinden hat, ist der Schlaf. Davor bin ich oft aufgewacht mit einem Heißhunger und habe mich dann auch echt schlecht ernährt. Und seit ich den Schlaf ein bisschen optimiert habe und ich habe mich da wirklich inhaltlich sehr mit auseinandergesetzt, hat sich vor allem mein Essverhalten auch verändert und ich habe mich gesünder ernährt. Und wie gesagt, das war einer der Punkte, die ich nicht so erwartet hätte. Dass Schlafoptimierung dazu führt, dass man sich gesünder ernährt und dadurch auch Gewicht verliert, hätte ich nicht erwartet. Und deshalb erzähle ich dir jetzt, was meine Punkte sind, die ich in der Veränderung meines Schlafverhaltens gelernt habe. Als erste Erkenntnis habe ich gelernt, dass man Schlaf tracken sollte. Ich wusste nicht, dass es drei unterschiedliche Arten von Schlaf gibt. Den leichten Schlaf, den SWS-Deep-Schlaf und den REM-Schlaf. Der REM-Schlaf ist eigentlich der wichtigste, um bereit für den nächsten Tag zu sein. Und der sollte so um die 1,5 Stunden pro Nacht pro Schlaf sein. Ich selbst habe einen Schlafbedarf von ungefähr 8 bis 9 Stunden pro Nacht, wenn ich mich normal sportlich aktiviere und versuche, das auch hinzubekommen. Erkenntnis Nummer 2 betrifft das Essen. Ich habe versucht, rotes Fleisch komplett wegzulassen am Abend, aber auch oft das komplette Abendessen einfach wegzulassen, habe quasi abends gefastet. Ein Intervallfasten hat mir geholfen, viel, viel, viel besser zu schlafen. Und ich hätte nicht gedacht, dass das Abendessen vorm Schlaf super spielentscheidend für die Qualität des Schlafes danach ist. Erkenntnis Nummer 3 ist der liebe Alkohol. Ich habe oft den Alkohol weggelassen in diesem Jahr und auch das hat zu sehr viel besserem Schlaf geführt. Alkohol ist und bleibt einfach nicht besonders zuträglich, wenn du wirklich dich gut erholen willst im Schlaf. Und bei mir habe ich ganz klar gelernt, dass wenn ich trinke, wenn ich Alkohol trinke am Abend oder auch am Tag, ich einfach erheblich schlechter schlafe, weil ich das genau tracke. Deshalb lasse ich oft den Alkohol weg, normalerweise 4 bis 5 Tage die Woche. Erkenntnis Nummer 4 ist Stay Hydrated, Bro. Ich habe gelernt, dass wenn du 2 Gläser Wasser genau bevor du ins Bett gehst zu dir nimmst, dass ich dann sehr viel besser schlafe. Man muss manchmal aufs Klo und pinkeln, aber ich wache erholsamer auf und für mich ist das genau das Richtige, um besser zu schlafen und besser in den Tag zu starten. Zum Abschluss habe ich noch 3 Fakten, also stumpfe externe Dinge, die ich verändert habe bei mir und die tatsächlich auch erheblich geholfen haben. Das erste ist die Matratze. Wir verbringen ein Drittel unserer Zeit auf der Matratze. Ich habe mir die teuerste Matratze, die ich mir je in meinem Leben gekauft habe. Die gibt es auch günstiger, aber meine hatte Drake und Jay-Z und Beyoncé und deswegen musste ich die kaufen. Sie hat wirklich mein Leben verändert. Es war perfekt und es hat so viel, ich schlafe so viel besser auf unserer Matratze jetzt. Die beste Investition, die ich je gemacht habe. Es lohnt sich, eine passende Matratze anzuschaffen. Punkt Nummer 2 ist blaues Licht. Ich habe mir angewöhnt, die letzte Stunde auf blaues Licht zu verzichten. Kein Fernsehen, kein Handy, kein iPad, sondern lesen. Mir hat das sehr geholfen, darüber so ein bisschen in den Schlaf reinzukommen. Ich komme schneller in den REM-Schlaf, seit ich nicht mehr nur am Handy bin. Bei mir versuche ich, das Schlafzimmer relativ digital frei zu halten. Und Tipp Nummer 3 betrifft auch das Licht. Ich habe bei mir gelernt, dass ich alles Blackout. Ich ziehe alle Vorhänge zu, damit ich einen ganz, ganz, ganz dunklen Raum habe. Ich mache alle Lichtquellen, wenn irgendwas blinkt oder was noch lädt oder eine kleine Ladelampe ist, die ziehe ich alle aus der Steckdose raus, damit der Raum komplett dunkel ist. Ich bin sehr anfällig für Vollmond, vor allem weil es so hell ist draußen. Seit ich alles zumache und versuche, den Raum wirklich blacked out zu halten, schlafe ich erheblich besser. Mir war nicht klar, wie viel Einfluss externes Licht gerade nachts noch auf die Qualität meines Schlafes hat. Ich habe es verändert, es hat mir sehr geholfen. Soweit so gut, das war's zum Thema Schlaf. Ich bin aktuell bei 102 Kilo, kurz vorm Uhu, muss aber noch ein bisschen reinhauen. Vor allem über die Ernährung werde ich nächsten Monat ein bisschen was erzählen. Dann in Vlog 04 zum Thema Ernährung mit WW und mir. Ich bin der Paul. Tschüss.